Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Lecture in Film, die den Titel trägt Die Revolution findet trotzdem statt, das Kino von Pier Paolo Pasolini. Dieses Trotzdem greife ich gleich auch direkt am Anfang auf, trotzdem auch wenn uns die Referentin kurzfristig absagen musste, leider. Veronika Pravadelli ist erkrankt und das noch auf einer USA-Reise. Das sind zwei denkbar schwierige Konstellationen. Sie lässt sich entschuldigen und hofft natürlich, das irgendwann einmal nachholen zu können. Heute kann sie nicht hier sein. Und wir haben aber trotzdem versucht, damit das jetzt heute für Sie dennoch das bestmögliche Lecture-Vergnügen, wie Sie es kennen, auch gibt, werden wir heute sozusagen kurzfristig eingesprungene, improvisierte Ersatzvorträge hören, da wir ja so wunderbare Kuratoren unserer Reihe auch haben. Zuerst werden wir aus der Kunstgeschichte Regine Prange hören, dann von der Filmwissenschaft Vinzenz Hediger und zu guter Letzt gibt es noch ein Schlussstatement von Marc Siegel. Also wir haben dreimal, also eigentlich passt das auch zu den Kurzfilmen, die wir heute zeigen, sondern das sind jetzt auch kürzere Vorträge, die in der ein ähnliches Vergnügen geben. Im Anschluss wird es keine Diskussion geben, deswegen auch der reduzierte Eintrittspreis. Ich habe gehört, es sind 4 Karten noch zum normalen Preis verkauft worden vorher. Falls diese 4 darunter sind, Sie können danach noch an die Kasse gehen und sich den Differenzbetrag eintauschen lassen. Genau. Ich möchte gerne noch darauf hinweisen, dass wir wie immer ein Begleitprogramm im Monat Mai auch haben werden. Und zwar widmen wir uns da Thema Kommunismus versus katholische Kirche. Und ich möchte Ihnen sehr ans Herz legen, am Samstag, den 16.05., zeigen wir Novecento von Bernardo Bertolucci, die vollen 5 Stunden mit einer halbstündigen Pause, also nicht abschrecken lassen. Und das ist wirklich ein besonderes Vergnügen, denn der ist tatsächlich auf einer schönen digitalen Fassung vorliegend. Und dann zeigen wir noch Ende des Monats Genosse Don Camillo, Il Compagno Don Camillo, der selten gezeigte 5. Teil der Don Camillo-Reihe, wo er zum Kommunisten umgewandelt wird, so ein bisschen. Also auch das sehr, sehr sehenswert und sehr persiflierend zu diesem Thema passend. Heute, das darf ich auch schon mal sagen, die 4 Filme, die wir sehen werden, sind auch so ein Querschnitt durch die Filmtechnik, die es so gibt. Wir beginnen mit La Ricotta, der Weichkäse, 1963, und den zeigen wir Ihnen von Blu-ray. Das werden Sie auch gleich merken, dann im Vergleich zu dem Film, den wir als drittes zeigen, La Terra Vista della Luna, den zeigen wir dann nämlich von DVD. Das ist vielleicht für Sie auch mal ganz spannend, was das im Kino für einen Unterschied ausmacht, Blu-ray versus DVD. Also achten Sie mal drauf. Dazu passend auch dann natürlich analog versus digital. Der zweite Film, den wir zeigen, Che cosa sono le nuvole, der ist dann auf 35 mm, also noch schönes Filmmaterial, das wir von Luce Cinecittà aus Rom bekommen haben. Und zu allerletzt dann noch der 4. Film, La Sequenza del Fiore di Carta. Den zeigen wir dann auch nochmal in einem anderen Format. HD-Cam heißt das. Das ist dann so eine Kassette. Das ist sozusagen nochmal zwischen digital und, ja, und dem, was wir dann heute nur noch auf Scheiben kennen. Also achten Sie einfach mal drauf, vielleicht auch was für visuelle Unterschiede ausmachen. Man hat selten so viele Formate hintereinander. Das ist eine besondere Herausforderung auch für unsere Vorführer, aber wir werden das sicher hinkriegen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei diesem Abend ohne Veronika Pravadelli, aber dafür zuerst mit Regine Prange, dann Vinzenz Hediger und dann Marc Siegel. Viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, Veronika Pravadelli wollte ja heute Abend das Thema Intermedialität, Medienpluralität bei Pasolini besprechen und diesem Thema, auch wenn ich Ihre Schriften jetzt nicht kenne, diesem Thema versuche ich sozusagen meine verstreuten Bemerkungen hier zu widmen und hoffe, dass die Präsentation geöffnet wird demnächst. Ja, aus dem Wechsel von einem Medium zum anderen oder aus der Vermischung verschiedener Medien, Modi oder Stilhöhen, Pasolini selbst spricht von Pastiche oder Kontamination und verweist auf die Ästhetik der Collage, bezieht er seine wesentlichen Strategien, wobei der Ausgangspunkt als Literat unstrittig ist. Ja, das ist nochmal nachgereicht, einer der Aufsätze, den ich empfehlen könnte von der Kunsthistorikerin Elisabeth Eumara. Es gibt aber auch einen sehr interessanten Aufsatz von Birgit Wagner in diesem Buch hier von Peter Kuhn, Corpi Körper, der sich auch mit La Ricotta beschäftigt unter dem Titel Körper, Medien, Intermedialität.
Ich sagte, sein Ausgangspunkt, Pasolinis Ausgangspunkt ist unstrittig die Literatur, aber auch sein Kunstgeschichte-Studium bei Longhi, Roberto Longhi, und die eigene Neigung zur Malerei, er war ja selbst als Maler tätig und als Zeichner, wird in seinen Filmen wirksam, was durch zahlreiche Zitierungen von berühmten Gemälden nicht nur der italienischen Kunst bezeugt wird oder auch eben von Zitaten enormer Kopfbedeckungen, wie er sie im Kreuzlegendenzyklus in Arezzo finden konnte. Also hier eine Szene aus dem Evangelienfilm Il Vangelo secondo Matteo, wo er also sich offensichtlich aus diesem Schatz bedient. Geht zurück. Dem Christusbild und dem Thema der Passion kommt dabei große Bedeutung zu, eine Bedeutung, die aus der Provokation lebt und immer wieder für Anklagen wegen Blasphemie gesorgt hat. Zu den provokanten Verfremdungen christlicher Ikonografie gehört etwa, dass er seine Helden aus dem römischen Subproletariat mit der Christusfigur überschneidet. Ettore in Mamma Roma stirbt auf dem Polizeirevier an eine Pritsche gefesselt. Und die dieser Einstellung unterlegte Referenz an Mantegnas sogenannten Christus Corto, den in einer extremen perspektivischen Verkürzung gezeigten toten Christus, sorgt dafür, dass dieser Tod als eine Imitatio Christi gelesen werden kann. Acatone, der erste Film Pasolinis, den wir auch noch sehen werden, wie Mamma Roma, parallelisiert den Zuhälter mit der Christusfigur, wenn auch nicht über visuelle Anleihen, sondern über die Filmmusik, die Matthäus-Passion von Bach. In der letzten Woche hat Bernhard Groß gezeigt, wie Pasolini in Decamerone Mantegnas Toten Christus mit der Künstlerfigur selbst amalgamiert, die hier gleichsam aufersteht und, wie wir in der folgenden Einstellung dann sehen, eine Vision empfängt. Während das Mantegna-Bild implizite zitiert wird, als Bild also nicht abgesondert in Erscheinung tritt, haben wir es hier mit einer anderen Form der Gemäldeparaphrase zu tun, nämlich mit dem Tableau vivant, der theatralen Nachstellung eines Tableaus durch Schauspieler, durch Komparsen. Im oberen Teil des Visionsbilds lässt sich eine Replik auf Giottos Ogni Santi Madonna nicht verkennen. Ergänzt wird sie durch die dem jüngsten Gericht entstammenden Sphären der Hölle rechts und des Aufstiegs zur Glückseligkeit links. Der Künstler erschaut das ganze katholische Weltbild, allerdings ist er hier nicht etwa liiert mit dem Proletariat, sondern, wie Sie sich erinnern mögen, mit der Regina Zöli, der Himmelskönigin Silvana Mangano, während die zeitgenössisch frisierten proletarischen Komparsen, das hat uns Bernhard Groß vorgeführt, seinem Künstlertraum zu dienen haben. Eben diese Kreativität des Künstlers im Wiedererschaffen von Bildern, veranschaulicht durch Tableau vivant Inszenierungen, ist bereits Thema in La Ricotta, dem 7 Jahre zuvor gedrehten Kurzfilm. Allerdings gibt es hier noch nicht die genialische innere Vision des Künstlers, auf die der späte Pasolini offenbar abhebt. Und im Unterschied zu seiner Trilogie des Lebens erzählt Pasolini hier die Geschichte eines Scheiterns. Im Vorspann, den Sie hier sehen, verweist Pasolini darauf, dass La Ricotta die Passion Christi evoziere und dass die Passionsgeschichte die erhabenste Erzählung überhaupt sei. Diese erhabene Größe der Passionsgeschichte wird im Film durch 2 manieristische Bilder aufgerufen. Rosso Fiorentinos Kreuzabnahme von 1521 und Pontormos Grablegung oder auch einer verfremdeten Kreuzabnahme ohne Kreuz sozusagen von 1526-28. La Ricotta handelt von einer Filmproduktion außerhalb der Vorstädte Roms mit Orson Welles als Regisseur, der sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, diese beiden hochemotionalen und zugleich ihre Artificialität ausstellenden Bilder mit den Mitteln des Films zu reinszenieren. Das Besondere dieser Kompositionen beschreibt Eumara treffend durch ihre zeiträumliche Isolierung des Geschehens, das aus jedem historisch-narrativen Kontext herausgerückt wird. Beide Bildfelder sind dicht gefüllt mit Körpern in allen erdenklichen Bewegungen, schwierigsten Posen,
ja Verrenkungen, allesamt dem einzigen Ziel hingegeben, den Leichnam Christi zu bergen, zu schützen und zu betrauern. Es sind Bilder einer Urform kultureller Gemeinschaft, die sich um den toten Leib und seine rituelle Feier und Bestattung schart. In Pasolinis Filmen auch jenseits christlicher Ikonografie ein wiederkehrendes Sujet, dem er oft einen ethnografischen Charakter leiht. Analog zu Godards, ein Jahr zuvor entstandenem Film Le Mépris, die Verachtung, geht es in La Ricotta trotz seiner Kürze ebenfalls um einen Film im Film, nur dass nicht der Mythos, die Odyssee, verfilmt von Fritz Lang bei Godard, sondern die Tafelmalerei zum Sujet gewählt wird, dies wiederum ein Vorgriff auf Godards Passion, wo der polnische Regisseur Jerzy Meisterwerke der Malerei verfilmt. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen, denn Godard war ja unsere erste Ringvorlesung gewidmet. Und auch dieser Film kam vor. Wie in Godards metafilmischen Erzählungen geht es auch Pasolini um das Scheitern der filmischen Übersetzung von Malerei. Strukturell durchaus vergleichbar erscheinen Kontrastierung und Verschränkung von fiktionaler Kunstsphäre und dem Setting, den Geschichten der Komparsen, die die Bildfiguren in den Tableaux Vivants darstellen sollen. Gleichwohl ist in der wesentlichen Differenz zu Godard Pasolinis Eigenart zu fassen. In Le Mépris entfaltet sich das Drama zwischen den Protagonisten des Films, zwischen Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. La Ricotta hingegen ist das Drama eines Statisten, das sich zum Teil fern des Sets in einer Höhle abspielt und dessen Existenz dem Regisseur erst ins Bewusstsein tritt, wenn er sich durch seinen Tod seinen Anweisungen verweigert. In Passion scheitert der Film aus inneren Gründen. La Ricotta fehlt jeder Hinweis auf reflexive Neigungen der Protagonisten. Die Tätigkeit des Regisseurs wie des Komparsen Stracci, übersetzt Lump, sind gleichermaßen quasi von einer Mechanik angetrieben, die unvermittelt den Impulsen des Produktionsprozesses folgt, zu denen auch die Laune der Diva, Laura Betti, gehört, denn sie sorgt dafür, dass die Aufnahme der Kreuzigungsszene, die ja vor der Kreuzabnahme und Grablegung ihren Platz hätte, verschoben wird und erst am Schluss, dann allerdings durch den ungeplanten realen Tod des Statisten Stracci, auf absurde Weise Realisierung findet. Weil die Momente der Reflexion und der Entwicklung fehlen, folgen Pasolinis subproletarische Helden bewusstlos den Gesetzen der Gesellschaft, die sie ausgestoßen hat, der Gier, dem Machthunger und der Ausbeutung. Anders auch als der ein Jahr später gedrehte Film zu Matthäus Evangelium, den haben wir ja schon gesehen und dieser Film ist zur Zeit der Dreharbeiten an La Ricotta schon geplant. Im Gegensatz zu diesem Film, der das Erhabene des Evangeliums mit dem ungebrochenen, noch neorealistischen Pathos darstellt, ist La Ricotta von ironischen und sarkastischen Brüchen verbunden mit dem Medien- und Moduswechsel durchsetzt. Auf das ernste Bekenntnis zur sublimen Passionserzählung im Prolog folgen erste Filmbilder von so ausdrücklichem zeitgenössischen Timbre, dass man sie kaum mit jener Ankündigung in Verbindung bringt. Gleichwohl handelt es sich bei dem balzend verführerischen Tanz, dem Twist-Tanz zweier junger Männer, um die einzigen Bilder des filmischen Realraums, die es mit der spirituellen Buntheit der Tableau-Vivant-Szenen aufnehmen können, denn der restliche Film, einschließlich der Kreuzigungsszene, ist von alltäglichem Schwarz-Weiß. Die Musik zum Tanz wird später, wenn sie versehentlich zum Tableau Vivant des Rosso Fiorentino eingespielt wird, als blasphemisch beschimpft und tatsächlich sollte sich die Anklage Pasolinis wegen Verunglimpfung der Staatsreligion nicht zuletzt auf die Verwendung der Musik stützen. Auf den Tanz, der, wie mir scheint, als eine intakte volkstümliche Kunstform eingeführt wird, folgt, ebenfalls buntfarbig, die Nahaufnahme des mit Lebensmitteln und dem titelgebenden Ricotta reich gedeckten Tisches. Er verkörpert all das, was dem Held Stracci zuerst nicht zuteil wird und dann am Ende im Übermaß Nahrung. Gleichzeitig wird hier das ikonografische Zentrum des Films in den Blick genommen, das Mahl, die Mahlzeit, auch in seiner christologischen Beziehung zum Corpus Christi, zur heiligen Kommunion. Aus dem Tisch,
aus der Tischplatte ragt oder hinter der Tischplatte ragt auch der Lautsprecher empor, mit dem der Regisseur nach ihm, nach Stracci, der Besetzung für den guten Schächer in der Kreuzigungsszene rufen wird, in einer späteren Szene. Abseits von der Passion als dem Gegenstand der filmischen Inszenierung und zugleich als Teil von ihr, entwickelt sich also die Passion Straccis, der einfach keine Zeit hat zum Essen. Dem erst die Familie, dann ein Hund das Lunchpaket wegnimmt und der schließlich in einer Pause der Kreuzigungsaufnahme endlich seinen Ricotta hinunterschlingt, belacht von anderen Komparsen, die ihn nun auch noch füttern, seine animalische Gier anstacheln, während sie vorher dem auf dem liegenden Kreuz seines Einsatzes harrenden Nahrung und Getränk spaßhaft verweigert hatten, eine Anspielung auf die Kreuzigungsikonografie. Der Hunger lässt ihn sich zu Tode fressen, so wie schon Akatones Gier seinem Elend entsprang. Schluckaufartige Konvulsionen, ein Chaplin-Zitat, schütteln den Hungrigen zu Beginn des Films ebenso wie den Übersättigten am Schluss, am Ende, der durch seinen Tod nun in die Christusrolle aufrückt. Das Hohe wird mit dem Niedrigen gewissermaßen gleichgesetzt und hierin scheint auch der Sinn der frappierenden Collage der Gattungen und ikonografischen Muster zu liegen. Das meines Erachtens zentrale Bild, das wichtigste Bild des Films, kombiniert den gedeckten Tisch nun als den langgestreckten Tisch des Abendmahls mit der Kreuzigung, sodass Gedanken an die Eucharistie und die Assoziation eines Altars naheliegen. Die Kreuzigung wird aber nicht zum Tableau sublimiert und fiktionalisiert, sie verbleibt im Set und wird zur Kulisse für den Besuch des Produzenten und der Presseleute, für den Jetset des Filmbetriebs, vor deren Augen sich nun dennoch der wahre Kreuzestod, erstmal unbemerkt, eines unbekannten Statisten abspielt. Stracci hängt also am rechten Kreuz von hier aus gesehen. Die groteske Komik des Slapstick untergräbt, anders als bei Chaplin, jede Idealität. Die Fressszene nämlich korreliert mit der Zirkusreiterin bei Chaplin in Circus, die auch im Schluckauf endet. Jedoch fehlt bei Pasolini die Selbstironie Chaplins, die zur Mäßigung ratende Tramp-Figur, die ja auch eine Künstlerfigur ist, diese infiziert sich mit dem Schluck auf und muss auf die Hälfte ihres Essens verzichten. Also er muss eben dem Mädchen dann die zweite Hälfte seines Brotes auch noch abgeben. Auf der Ebene des proletarischen Akteurs wird etwa in der überhöhten Bildgeschwindigkeit lediglich das mechanische Moment forciert. Im Raum der Kunst passieren verschiedene Malheurs bei der Nachstellung der Kreuzabnahme zum Beispiel. Also das haben wir hier, da die beiden Knaben, die Christus tragen, stürzen. Es gibt einen Nikodemus in der Kreuzabnahme des Fiorentino, der in der Nase bohrt und alle möglichen solche Fehlhaltungen, Fehler, die eben slapstickartig sind. Abgesehen davon, dass die nachdrücklich allein wegen des filmischen Breitformats eingeführten rahmenden Assistenzfiguren mit billigen Requisiten die kollektive Einheit der manieristischen Bildräume desavouieren, sie ins Komische wenden. Also auch hier Staffagefiguren, die eigentlich nichts mit der Ikonografie zu tun haben und sozusagen ganz bewusst diese Ecken besetzen. Also auch das ist eigentlich eine groteske Komik. Dass die Einheit des Bildraums, die ja in den manieristischen Vorbildern gegeben ist, von Pasolini als eine geradezu rassistische Größe gesehen wird, markiert Pasolini eindrücklich durch den sofort vom Regisseur unterbundenen Versuch des Schwarzen, sich der Kreuzigungsgruppe zuzugesellen. Sie werden das sehen. Politisch wirkt dieser Film in all seiner drastischen, intermedialen Markierung von High und Low eher resignativ, sarkastisch. Er zeigt im Subproletariat das genaue Spiegelbild der Herrschenden. Ein Widerspruch entfaltet sich nicht. Der Künstler, der Regisseur Orson Welles, verharrt
in kontemplativer Resignation als eine Kraft aus der Vergangenheit. Ich zeige das nochmal. Hier zitiert Pasolini aus einem Gedicht von ihm selbst, und er lässt Außenwelts vorlesen aus sozusagen dem Drehbuch von Mama Roma, also auch eine Verdichtung zweier Medien. Ja, das waren meine verstreuten Bemerkungen, und ich würde sehr gerne mit Ihnen darüber diskutieren am Schluss der Veranstaltung. Ich würde mich freuen, denn ich habe also sehr viel gewonnen durch die Diskussion in diesem Raum, und ich fände es schön, wenn wir das möglich machen nach dem Screening. Danke Ihnen. Ich übergebe an Vincent Hedigel. Ja, guten Abend und vielen Dank für Ihr Interesse an der Reihe, das offenbar so groß ist, dass Sie sich durch den Ausfall des eigentlichen Vortrags nicht schrecken lassen. Es sind sehr große Schuhe, die wir hier in etwas fahrlässiger Weise zu füllen versuchen. Veronica Bravadelli ist in der Tat eine der großen Kennerinnen des Werks von Pasolini. Sie ist eine sehr namhafte, auch international hoch angesehene Filmwissenschaftlerin, feministische Filmtheoretikerin, die zuletzt auch mit einem sehr eindrucksvollen Buch über das klassische Hollywood-Kino in Erscheinung getreten ist, das in gewisser Weise eine Neubewertung des klassischen Hollywood-Kinos auch aus feministischer Sicht vorschlägt. Wir werden den Versuch machen, Sie mit diesem Buch dann nochmal nach Frankfurt zu bringen, wenn sie wieder genesen ist. Das dürfte auch gelingen. Wir haben entsprechende Vorgespräche schon geführt. Die Filme, die Sie jetzt sehen werden, hat Veronica Bravadelli ausgewählt. Also es ist gewissermaßen ein von ihr kuratierter Abend und ein von ihr kuratiertes Programm. Und hielt es für angemessen, wenn wir schon den Versuch machen, diese Lücke zu füllen, die der Ausfall Ihres Vortrags lässt, vielleicht auch mal der Frage nachzugehen, was für eine Denkaufgabe sie uns stellt, indem sie eben diese vier Filme gemeinsam zeigt. In der Reihenfolge kehren wir sie einen um. Also ich glaube, der Terra Vista della Luna kommt dann an dritter Stelle. Aber das ist die Abfolge das sind die vier Filme, die wir heute Abend sehen werden. Und was diese Filme zunächst einmal miteinander teilen, ist ihr Produktionskontext. Wir hatten ja über die dokumentarischen Arbeiten von Pasolini schon gesprochen. Luca Caminati, der ein Spezialist ist für diesen Teil des Werks, hatte einen Vortrag darüber gehalten, noch im Wintersemester. Diese Vorbereitungsarbeiten auch für Tausend und eine Nacht und Il Vangelo Secondo Matteo. Und ein anderer Teil der Kurzfilme oder eben die Kurzfilme, über die wir heute sprechen, sind eben nicht Dokumentarfilme, sondern sind Kurzspielfilme, die aus einem ganz bestimmten Produktionskontext stammen, der in gewisser Weise spezifisch ist für die 60er Jahre. Die Frage, der ich also nachgehen möchte im Folgenden, ist diese: Was passiert, wenn wir diese Filme zusammen in einem Programm zeigen? Diese Filme, die ursprünglich in den Zusammenhang gehören der sogenannten Omnibus-Filme der 60er Jahre oder der Anthology-Films. Am schönsten ist der französische Ausdruck, der gefällt mir auch am besten, das ist der Portmanteau-Film, auch bekannt als Kofferfilm oder Amalgam. In der Linguistik ist ein Portmanteau ein Kofferwort, also ein Wort, in dem zwei Wörter zusammengefasst sind, was dann eine neue Bedeutung ergibt. Bollywood ist so eins, oder Demokratur. Die Franzosen haben sich eben ihrer Sprachsensibilität folgend entschieden, diese Filme Portmanteau-Filme zu nennen. Die Portmanteau-Filme sind ein Phänomen, das in der Filmgeschichte
rekursive Konjunkturen erlebt. Mark Betts hat vor ein paar Jahren mal einen umfangreichen Aufsatz geschrieben über diese merkwürdige Gattung, Nicht-Gattung, und hat zusammengezählt, was er finden konnte. Er kam auf bisher 300 kinoreife Parmenteau-Filme in der Filmgeschichte. Interessant ist immer, sich zu fragen, wann dieses Format auftaucht. Also ein Parmenteau-Film oder ein Kofferfilm ist eben ein Film, der in Spielfilmlänge zusammengefasst ist aus mehreren Kurzfilmen, die von unterschiedlichen Regisseuren gedreht sind. Und die ersten großen Kinobeispiele, die bekannt sind hierfür, sind amerikanische Filme aus den frühen 30er Jahren, zum Beispiel eben Paramount on Parade. Sie sehen da unten die Liste der Regisseure: Edmund Golding, Dorothy Arzner, Ernst Lubitsch, Rowland Lee, Edward Sutherland, Victor Herman, Lothar Mendes, Otto Brauer, Edwin Knopf, Frank Tull und Victor Scherzinger, zumindest Dorothy Arzner und Ernst Lubitsch sind bekannt. Und Paramount Parade ist eine Zusammenstellung von 10 Musical-Kurzfilmen, deren verbindendes Element die Choreografie und musikalische Ausgestaltung durch eine Choreografin ist. Ein vergleichbares, dann aber klar narrativ ausgerichtetes Beispiel ist If I Had a Million, ebenfalls Paramount von 1932, hier mit Lubitsch, Taurog, Stephen Roberts, Norman Seth MacLeod, James Cruise, William Sighter und H. Bruce Humberstone. Eine Reihe von 7 Kurzfilmen, die alle die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich eine Million hätte. Einerseits gehören diese Filme in den Zusammenhang der All-Star-Filme des frühen Tonfilms. Grand Hotel ist auch noch so ein All-Star-Film. Interessanterweise im Übrigen im italienischen Kino der frühen 30er Jahre kommen dieselben Motive und Geschichten und Konstellationen ebenfalls vor. Mario Camerini dreht einen Film, der dasselbe Prinzip hat wie Grand Hotel, und er dreht einen Film, der heißt Was würde ich tun, wenn ich eine Million hätte? Diese Amalgamfilme oder Kofferfilme der frühen 30er Jahre haben einen einfachen Produktionshintergrund. Das erste Produktionsformat, was sich im Tonfilm durchgesetzt hatte, war der Vitaphone Short, ein Kurzfilm meistens mit irgendeiner theatralen und musikalischen Darbietung, der dann so sukzessive ausgebaut wurde zum Kurzspielfilm. Ein Langspielfilm zu produzieren mit einer dramaturgischen Struktur, die das auch trägt, war im frühen Tonfilmkino aus verschiedenen Gründen nicht so einfach. Aus produktionstechnischen Gründen gab es unter anderem eine Präferenz für Gerichtsdramen, weil man die in einem geschlossenen Raum am selben Ort total dialoglastig produzieren konnte. Und die Alternative, eine Alternative war es eben, Musical-Kurzfilme zusammenzupacken und daraus einen Amalgamfilm zu machen. Zugleich ist die dramaturgische Struktur des Revue-Films oder des Amalgamfilms eine Antwort auf das Radio, das in den frühen 30er Jahren zu einer dominanten Kraft der Medienlandschaft in den USA wird, durch die Einrichtung der nationalen Networks. Und das Kino reagiert unter anderem darauf, indem es ähnliche Programmstrukturen anbietet, mit dem Vorteil, dass man die Stars, die da auftreten, eben auch noch sehen kann und nicht nur hört. Also das ist der Hintergrund, in den diese Filme einzubetten sind. Amalgamfilme tauchen dann auch wieder auf aus gegebenem historischem Anlass. Besonders interessantes Beispiel wäre Visions of Eight, produziert aus Anlass der Olympischen Spiele in München. Eine sehr interessante Zusammenstellung von Regisseuren, nämlich Miloš Forman, Kon Ichikawa, Claude Lelouch, Yuri Tschernow, Ozerov, Arthur Penn, Michael Pfleghar, John Schlesinger und Maya Setterling, mit einer Musik im Übrigen, das ist das verbindende Element von Henry Mancini. Teil, den müssen wir mal auftreiben, möglicherweise hat der Steve sogar eine Kopie. Also der ist sicher irgendwo in Deutschland greifbar. Müsste man mal schauen, ob man den kriegen kann. Diesen Film hier kennen einige von Ihnen wahrscheinlich sogar, der Kofferfilm, der aus Anlass des Angedenkens des 11. September gedreht wurde. Eine andere Motivation, einen Kofferfilm oder Amalgamfilm zu drehen, ist das, was ich als die Abschöpfung einer Autorenballung bezeichnen möchte. Beispiel dafür ist Aria von 1987. Sie werden gleich verstehen, worum es geht, wenn Sie die Regisseurenliste anschauen. Godard, Altmann,
Bruce Beresford ist ein Australier, alles andere sind Engländer und Vertreter des New British Cinema. Das heißt, das ist im Grunde ein kinolanger Werbespot für eine filmische Aufbruchsbewegung, unterstützt von Godard und Altman. Godard hat zu diesem Film einen wunderbaren Kurzfilm beigetragen, der in einem Fitnessstudio spielt. Hätten wir seinerzeit auch zeigen können. Und natürlich nochmal eine Autorenballung, Alan Coppola, Scorsese, New York Stories. Der italienische Omnibusfilm oder Amalgam, der Film der 60er Jahre, ist nun in der Tat ein bedenkenswertes Objekt, weil es in keiner Periode der Filmgeschichte an keinem Standort so viele davon gab. Also es war eine richtige Mode. Mein Vorschlag ist in der Tat, das als ein Konjunkturphänomen zu lesen. Die Grundlagen für den Nachkriegsboom des italienischen Kinos wurden bekanntlich von der faschistischen Kulturpolitik in den 30er Jahren gelegt. Einrichtung einer staatlichen Filmförderung, Einrichtung einer staatlichen Filmschule, Einrichtung eines internationalen Filmfestivals sind da die wichtigen Parameter, die dann zu einer Professionalisierung der Branche führen und dazu, dass das italienische Kino der Nachkriegszeit mit solchen Regisseuren wie Pasolini, Rossellini, Fellini, Antonioni, Visconti und so weiter zwei Dekaden lang Weltgeltung erreichen konnte und in der Tat auch ein internationales Publikum von nicht geringen Ausmaßen fand, das regelmäßig bedient werden wollte in einer Phase des Kinos, wo der Durchsatz an Produktion noch relativ hoch war. Und der Omnibusfilm entwickelte sich dann so zu einem Format, bei dem man den Status verschiedener Größen von Stars, von Regisseuren, jeweils zwischen den großen Produktionen nochmal in einer Zwischenproduktion abschöpfen konnte. Es gibt so vier große Linien oder Motivationen, die sich feststellen lassen in diesem Korpus von Filmen, zu dem eben auch die Filme von Pasolini hier gehören. David Scott Different, der gerade ein Buch über den Kofferfilm geschrieben hat, schlägt das Konzept der transauktorialen Autorschaft vor, also Filme, die im Namen mehrerer Autoren, Filmer gedreht werden, mit ihren Namen operieren und aber eigentlich die Autorenfigur dann in der Vermarktung zu einer Art Superautor amalgamieren, wenn man so will. Es gibt Interpretationen von Facetten eines Stars, Variationen auf ein gemeinsames Thema und dann, aber das ist natürlich ein gemeinsames Thema aller italienischen Filme der 50er und 60er Jahre, das, was man Italianità als Commodity bezeichnen könnte, also die nationale kulturelle Selbstvermarktung der Italiener, für die in exemplarischer Weise für mich immer die Fotos von Sophia Loren stehen, die mit tiefem Ausschnitt in der Küche italienisches Essen zubereitet und diese Konstellation von italienischer Kulinarik, Kultur, Kino, Sinnlichkeit in exemplarischer Weise auf die Bedürfnisse sowohl der Konsumgesellschaft der Nachkriegsjahre als auch des internationalen Marktes zugerichtet verkörpert. Die vier Filme von Pasolini, die wir heute sehen, fallen eben in diese Kategorien. Der erste, Ricotta, ist ein Ausschnitt aus dem Kofferfilm Rogo Park, wobei das eben ein Beispiel für transautoriale Autorschaft ist. Rogo Park steht für Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti. Hier sehen Sie zwei verschiedene Plakate, ein englisches und ein amerikanisches, wie mir scheint. Interessant im Übrigen der Slogan, der auch auf Italienisch dasselbe war, «Let's wash our brains». Also es ist eine Gehirnwäsche, die auf sie wartet. Nicht gering der Anspruch, der hier formuliert wird. Das ist die etwas zurückhaltendere, elegantere Fassung. Aber es ist völlig klar, es geht darum, so etwas wie einen Autorendiskurs zu unterstützen und zugleich abzuschöpfen mit dieser Konstellation von Autoren. Wobei Godard erstaunlicherweise als der Auteur, des Auteurs, wenn man so will, in diesen Filmen sehr oft auftaucht, bis hin zu, Sie haben es gesehen, Aria noch im Jahr 1987. Die andere Vorgehensweise ist eben die Interpretationen eines Stars, also das Konzept, dass ein Star in allen Episoden des Films vorkommt und die Hauptrolle hat. Das ist der Fall von Lestrege, Die Hexen von 1966, zu dem der La Terra Vista della Luna gehört. Hier gibt es eine wunderbare Vielzahl von Posters, die die unterschiedlichsten Motive
behandelt. Das geht irgendwie von Irma-Web-Anspielungen über expressionistisches Kino und sowas bis hin zu meinem Liebling für den japanischen Markt. Star des Films in allen Episoden ist Silvana Mangano, die Ehefrau des Produzenten Dino De Laurentiis, die aber zugleich dann so etwas auch wie die Hauptschauspielerin von Pasolini wird nach diesem Kurzfilm. Sie tritt eigentlich nach 1966 fast nur noch in Filmen von Pasolini auf, bevor sie sich dann zurückzieht. Das ist das deutsche Poster. Sie sehen, wie der Film in Deutschland verkauft werden sollte, unter der Rubrik einer britisch angehauchten Hippie-Kultur. Könnte man auch als Austin Powers-Poster benutzen. Und der Fall der Italianità als Commodity, Capriccio all'Italiana von 1967, ist der Film, zu dem Cosa sono le nuvole gehört, in dem Totò und Ninetto Davoli als Komikerduo wiederkehren, wie eben auch schon in La Terra Vista dalla Luna. Vermarktet wird als ein Ausbund an italienischem Kunstsinn und Lebensgefühl. Und schließlich der letzte Film, den wir sehen werden, La Sequenza della Fiore di Carta, del Fiore di Carta, 1968, Variationen auf ein Thema, ist hier der Fall, der vorliegt. Amore, Rabbia, Liebe und Zorn ist der Titel des Kofferfilms. Auch hier wieder Godard dabei. Und interessant ist hier auch die Mischung. Bellocchio, der damals noch ein ganz junger Regisseur ist, Bertolucci, der die ganz großen Erfolge noch vor sich hat, aber für hinreichend Aufsehen gesorgt hatte, um schon als einer der Vertreter der nächsten Generation des italienischen Autorenfilms zu gelten, sind hier dabei. Und der Film dient eindeutig auch dazu, Bellocchio und Lizzani hier zusätzlich Sichtbarkeit zu verleihen und immer wieder Godard als Zugpferd. Das ist ganz interessant. Weitere Spielarten des Posters. Lassen Sie mich auf die Frage zurückkommen, was passiert, wenn man diese Filme nun aus ihrem ursprünglichen Kontext rauslöst, aus den Kofferfilmen und einen neuen Kofferfilm daraus bastelt. Russ Melnick, ein junger amerikanischer Filmhistoriker, hat gerade eine fantastische Biografie von Roxy Rotapfel geschrieben, dem berühmten Roxy, der Impresario der großen Kinos in New York in den 10er und 20er Jahren, der im Grunde die Ästhetik des Filmpalasts erfunden und geprägt hat und der sich selbst wie in vergleichbarer Weise auch Sid Grauman an der Westküste, der Erbauer und Gründer des Grauman Chinese, sich selbst als Autor seiner Programme verstanden hat. Der Film war in den Vorführmodi des Stummfilmkinos im Grunde nur ein Element eines gesamten Programms, das aber über eine thematische Einheit und eine atmosphärische Einheit jeweils verfügte, aber aus Bühnenelementen bestand, Ballettnummern, Gesangsnummern, Kurzfilmen, Musikauftritten und so weiter, die eben zusammengefügt waren, meistens durch ein Score, das von einem Sinfonieorchester aufgeführt wurde und von einem klassischen Arrangeur dann jeweils vorbereitet wurde. Roxy dirigierte teilweise selbst auch. Und der Russ Melnick hat für diese Form der Präsentation, in der die Autorschaft eindeutig nicht beim Filmregisseur liegt, jedenfalls nicht aus Sicht des Impresarios, sondern beim Vorführer, den wunderbaren Begriff des Unitary Text geprägt, also eine Textebene, das Programm als Textebene, das die eigentliche Einheit der Vorführung darstellt. Für uns ist ja der Film so hier herauspräpariert in einem quasi musealen Kontext immer die grundlegende Einheit der Vorführung. Das ist aber in der Kinokultur zwischen 1910, 11 und Mitte der 30er Jahre keineswegs der Fall, sondern die primäre Einheit ist eben der Unitary Text. Ich möchte dieses Konzept des Unitary Text hier aufgreifen und ein bisschen fruchtbar zu machen versuchen, in der Beantwortung der Frage, was passiert, wenn wir uns unseren eigenen Kofferfilm basteln. Die Frage ist also, was passiert, wenn wir aus dem produktionslogischen Zufall eine neue Einheit und ein Thema werden lassen? Man könnte dann auch sagen, dass die Werkanalysen, die wir hier generieren als Zuschauer, aber auch wir hier als professionelle und vom
Land Hessen bezahlte Interpreten wichtiger Werke. Wenn wir hier Werkanalysen vorstellen, dann stellt das in gewisser Weise auch eine Amalgamierung und die Produktion eines Unitary Text dar, weil wir nämlich Filme, Werke, Werkeinheiten zusammenstellen unter dieser großen Rubrik eines Werks und einen Zusammenhang behaupten, den wir behaupten und der schwer zu bestreiten ist, denn wir werden ja vom Land Hessen dafür bezahlt. Und der aber doch eine Produktion ist, eine diskursive Produktion, die mal auf demselben Level wie den Akt des Programmierens und des Vorführens zu betrachten eine Möglichkeit ist, die ich durchaus für verfolgenswert halte. Die Frage, die man sich also stellen soll, wenn man so eine Einheit gebaut hat aus vier Filmen, die plötzlich zusammen einen neuen Kofferfilm ergeben, ist die, ob es denn nicht einen roten Faden oder ein gemeinsames Motiv gibt, das durchgeht, das man verfolgen könnte, dass diese Zusammenstellung auch rechtfertigen würde über den produktionslogischen Zufall hinaus. Und eine mögliche solche Lesart ist, dass Pasolini in diesen Filmen, in diesen Zwischenarbeiten, diesen schnell gemachten Arbeiten, so etwas wie eine Poetologie seines Kinos, des Kinos überhaupt entwickelt. Einerseits haben wir in La Ricotta den Autor als immer schon transautoriale Figur, wenn man so will. Sie werden Orson Welles sehen als Pier Paolo Pasolini oder der Regisseur des Films, aber er liest ja dann auch noch vor aus Mama Roma und liest ein Gedicht und schreibt sich selbst, beziehungsweise Welles in der Rolle von Pasolini sich selbst die Autorschaft dieses Gedichts zu. Aber es ist natürlich der berühmteste Auteur des Hollywood-Kinos, der das macht, was schon mal die Frage nach der Konstitution von Autorschaft über ein solches Korpus von Filmen hinweg in virulenter Weise aufwirft. Ein weiteres Motiv, das man verfolgen könnte, ist die Poetologie des Stars. Hier bieten sich insbesondere die beiden Schauspieler Totò und Ninetto Davoli an, die ja Pasolini in Uccellacci Uccellini zu einem Komikerduo geformt hatte und die er hier wieder einsetzt, und zwar eben als Komikerduo, das die für ein Komikerduo typische Variabilität und Konstanz aufweist. Wir haben, jetzt geht es nicht weiter. Doch. Uccellacci Uccellini ist der Film, mit dem wir die Reihe eröffnet hatten. Hier sehen Sie die beiden Herren, die Farben werden noch schöner werden in der Vorführung. Vor allem ist das Kleid von Silvana Mangano sehr schön. Sehen Sie Totò und Ninetto Davoli in einem Production Still zwischen Silvana Mangano stehen auf dem Set von La Terra Vista dalla Luna. Hier in Cosa sono le nuvole spielen die beiden Puppen in einem Puppentheater, in dem Othello gegeben wird. Ninetto spielt Othello und es endet damit, dass die beiden Puppen vom Müllmann für Kunst entsorgt werden und dann sterbend auf der Müllkippe die Wolken entdecken. Das ist ein Bild, das ich aus schierer Lust Ihnen zeige, weil es das Prinzip der Variabilität der Komikerfigur sehr gut vor Augen führt, die auch fürs Komiker-Duo gilt. Hier sehen Sie Totò in dem wunderbaren Film Totò contro Maciste, eine parodistische Verballhornung des Erfolgsfilms Le Fatiche di Ercole, Herkules, der Welterfolg mit dem amerikanischen Bodybuilder Steve Reeves in der Hauptrolle. Einerseits der Muskelfilm aller Muskelfilme und andererseits das Vorbild für Stallone und Schwarzenegger dann in den 80er Jahren. Und Totò hat es sich natürlich nicht entgehen lassen, eine wunderbare Parodie auf diesen Film zu generieren. Und das Interessante daran ist, dass man hier sehr gut sieht, dass eben diese Figuren sich sehr gut milieu-unspezifisch transplantieren lassen, aus einem Bündel von Kerneigenschaften bestehen, die durchdekliniert werden können in unterschiedlichen Zusammenhängen in diesen populären Genreformen. Und dafür ist eben schon dieser Film ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ein
Anderes Motiv, das man verfolgen könnte, und ich bin dann gleich fertig, ist das Motiv von Kunst und Geschichte als Überschreibungen. Sehr deutlich wird das in La Sequenza del Fiore di Carta, der aus einer, aus mehreren, aber zunächst mal einer sehr langen Einstellung besteht, die einfach zeigt, wie Ninetto d'Avoli durch Rom spaziert, überblendet mit zeithistorischen Aufnahmen, dokumentarischem Material, dazu ein Soundtrack, in dem ganz gewöhnliche Leute einen Text sprechen, der supponiertermaßen der Text die Stimme Gottes zum Erklingen bringt und Ninetto d'Avoli daran erinnert, dass es so etwas wie Geschichte und Verantwortung und all sowas gibt. Und bei der Überschreibung oder Rekombination ist natürlich auch La Ricotta ein sehr schönes Beispiel. Die Tableau-Vivant-Ästhetik wurde schon erwähnt. Was man hier auch sieht, ist, dass noch eine andere Kunstform hier aufgerufen wird, die in gewisser Weise sich analog verhält zum Puppentheater bei Cosa sono le nuvole. Das Puppentheater als eine populäre Miniaturform, also eine Form des Volkstheaters, die von Pasolini aufgegriffen wird mit menschlichen Akteuren. Und dasselbe Prinzip sehen wir hier in gewisser Weise auch am Werk, weil die Kunstform, die hier aufgerufen wird, unter anderem der napolitanische Presepe ist, also die Krippenkunst, die mit hochrealistischen Figuren operiert. Eine Tradition hat, die bis ins Barock zurückgeht, aber als vitale populäre Kunstform immer noch aktiv ist. Sie können in der Straße, wo in Neapel die Presepe-Künstler aktiv sind, jeweils eine Mannschaftsaufstellung des SSC Neapel der Saison kaufen in solchen Zurichtungen als Holzfiguren. Sehr schön gemacht, teilweise sehr teuer. Die christlichen Szenen, die christlichen Motive haben immer genau auch diese Farbzurichtung, die eben aus der Malerei des Manierismus und des Barock inspiriert und übernommen ist. Zur Ästhetik des Tableau Vivant gehört aber natürlich auch, und jetzt hoffen wir, dass die Musik funktioniert. Nee? Ah, jetzt, okay. Das ist jetzt ein Ausschnitt. A posto, a posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco! Anweisung aus dem Off, Regie. No, non quello! Siete peggio di quelli che giocavano ai dadi ai piedi della croce, voi! Ah, pubblicani, blasfemi! Das ist die falsche Musik. Worauf angespielt wird, ist natürlich die Praxis beim Tableau Vivant, Musik einzuspielen, üblicherweise ein passendes Kammermusikstück von einem kleinen Orchester oder einem Quartett oder sowas eingespielt. Für die, die den Film nicht gesehen haben, wir sagen jetzt nicht, welches die richtige Musik wäre, die wird dann schon noch gefunden, nachdem die ganzen Schlagerplatten durchgespielt sind, die blasphemisch sind. Und behauptetermaßen wehrt sich der Regisseur hier gegen diese Blasphemie, aber es ist natürlich genau das kombinatorische Gestaltungsprinzip, mit dem Pasolini selbst operiert, um das es hier geht. Und eine weitere interessante Überschreibung ist die hier, Velázquez in Cosa sono le nuvole. Die Credits des Films tauchen plötzlich mitten im Film auf, überklebt über die Meninas von Velázquez, als würde es sich um eine Art zufällig herumstehendes Theaterplakat handeln. Und das Velázquez-Motiv wird dann nochmal weiter aufgegriffen. Der Müllmann, der die Puppen entsorgt am Ende des Films, der Müllmann der Kunst, der zugleich auch der Puppenspieler noch ist, ist Domenico Modugno, einer der berühmtesten Schlagersänger der 50er und 60er Jahre, ihnen bekannt alle als Interpret des Lieds Volare. Ich singe es jetzt nicht vor, da müssten Sie leiden, aber Sie kennen das alle. Und der spielt hier eben den Müllmann und der fährt mit dem Lastwagen fort. Und da, wo beim Müllmann normalerweise das Pin-up hängt, hängt eben das, die Venus mit dem Spiegel von Velázquez, die hier aber eben durchaus in der Position des Pin-up-Schmucks im Lastwagen aufgehängt ist. Was sind das für Operationen, mit denen wir es zu tun haben? Man könnte sagen, was Pasolini uns hier vorführt,
ist eine Poetologie des Kinos, die Kunst als Prozess der Rekombination von präexistenten Elementen auffasst und das Kino, um einen Gedanken von Martin Seel aufzugreifen und noch auf die Spitze zu treiben mit dieser Idee des Unitary Text, das Kino als Programmierung der Künste. Ich möchte mit einem schönen Zitat von George Steiner enden aus den Grammars of Creation. All human constructs are combinatorial, which is simply to say that they are artifacts made up of a selection and combination of pre-existent elements. Performative novelties, acrylic paint, the neon tube, the saxophone and its hype, electronic music today, obscure this fundamental truth. What they make new is the old recombined, differently hybrid. Und in diesem Sinne könnte man sagen, womit wir es dann zu tun haben werden, wenn wir uns hier heute Abend unseren eigenen neuen Kofferfilm basteln, ist eben der Unitary Text des Films und Pasolini als Programmierer der Künste. Und jetzt sagt Mark Siegel noch was und dann geht's los. Danke, es ist schön, dass Vincent mit einem Zitat auf Englisch aufhört, weil ich werde dann kurz auf Englisch was sagen, aber ich sage was wirklich sehr kurz. Two of the films that we're seeing tonight, La Terra Vista dalla Luna and Cose sono le Nuvole, can be understood as a continuation of the project that Pasolini began with Uche Lace Uccellini. We heard that somewhat already from Vincent Heidegger. That film, perhaps an investigation of cinema and politics in the form of a comedic, picaresque tale. And it's this project, perhaps, that we see Pasolini continuing, at least with these two short films. But these films also represent a significant departure for him. The continuity we've heard already is in the casting. Ninetto Davoli and Italian comedian Totò in the main roles. One other bit of continuity for those who've seen Uccellini is the symbolism of the moon. And that's something I think one can reflect on. But these films also represent a new direction, or if you will, an intensification, let's say, of an already existing one. In terms of aesthetics and technical properties of the medium, these are after the experiment in La Ricotta with color. These films are Pasolini's first films in color. They mark his transition to color in his filmography. La Ricotta is a kind of, Ausnahme, an experiment for him 3 to 4 years earlier. And you'll notice the incredibly expressive use of color throughout. But politically, we notice a shift in register, which perhaps it's a shift in register to the comic, I would say, which was already initiated with Uccellacci and Uccellini, but we could perhaps signal the shift on the shift to the comic when we think of the opening of Uccellacci and Uccellini with the words of Mao, and the fact, as Maurizio Viano points out, that the last name of the two characters in La Terra Vista dalla Luna is Miao. And from this Mao to Miao, I think one can actually establish a kind of political shift. What kind of political shift is that? Miao, of course, is the sound a cat makes. I think even Italian cats. And as such, Pasolini's political shift, if we are to push this further, might suggest a move toward the animalistic. Think Porcile, which he will make quite soon. And if we think more about the direction that his filmography took, we see his increasing emphasis on the political possibilities of barbarism, the animalistic, the barbaristic we've spoken about in relation to Medea. Teorema will come, his documentaries on the Third World, even the Trilogy of Life. One thought that could perhaps further Vincent's nicely explained idea of the omnibus film and also this evening as a kind of, or as Pasolini himself as a programmeur, is this quote from Pasolini, I quote in English, "For a long time now,
I have been thinking about a full-length film made up of episodes, some long, others short, but all humorous. It should have been called Che cos'è il cinema? What is cinema? Or maybe just Serenades with a Mandolin. Dino De Laurentiis offered me the chance to make two of the episodes, La Terra Vista della Luna, and now Che cos'è sono le novelle? This is what he said in 1967. So Pasolini was already thinking himself, let's say, of making his own version of an amalgamation film, an omnibus film, and he wanted to call this film What is Cinema? What is cinema, I think, will be a question that we could reflect on while we watch these films. And I maybe would just end by offering just one thought that that remained for me in returning to these, particularly these three films, the two films in the middle of the program, which is Pasolini's understanding of cinema as bodily expression. It's a cinema of the body. Consider Toto's skill at gestural humor, Toto's expressive corporality. And consider the significance of Toto for Pasolini's project, What is Cinema? Because indeed he never completed this film project because Toto died soon after the filming of Che cosa sono le nuvole, while Pasolini was filming Oedipus Rex. Consider also the significance, of course, of Chaplin to Pasolini and to these films, where we can say that humor is not conveyed through language, through the words of the chairman, as it was perhaps earlier in his cinema, but through the image and through the body. I'll end there. We've heard enough. Enjoy the evening and look forward to talking to you next week.